Seit einiger Zeit kann man mit etwas Glück in Kirchen im Bistum Trier ein besonderes Veranstaltungsformat erleben. Rockandachten, und zwar von und mit der Band The Holy Tones. Junge Leute denken, Kirche ist langweilig, und wir dachten, Kirche muss nicht immer langweilig sein. Und weil es keine guten Angebote gab, die cool waren, haben wir gedacht, gut, dann machen wir halt ein cooles Angebot. Rockmusik in der Kirche ist eigentlich gar kein so großer Widerspruch. Das eigentliche Problem ist, dass die heutige Kirchenmusik gar keine heutige Kirchenmusik ist. Die ist mit etwas Glück 200 Jahre alt, mit etwas Pech 400. Und das ist weder unsere Sprache noch unsere Musik. Ich finde, das Projekt, das wir da gestartet haben, ist echt etwas ganz Besonderes, was ganz Neues. Mit unseren Texten und Liedern wollen wir die Leute emotional wirklich anstecken. Ich finde es auch wichtig, dass man so ein Zeichen halt setzt und dass man diese Jugend in der Kirche halt nochmal reaktiviert. In aller Herrgottsfrühe an einem Sonntag sind die Holy Tones im Hunsrück unterwegs, wo sie am Nachmittag die Dorfkirche von Bruchschied rocken werden. Es ist schon die fünfte Station auf ihrer Tour mit dem Programm Wovon sollen wir träumen? Gegründet wurde die Band 2016 aus einer spontanen Aktion heraus. Angefangen hat es damit, dass wir zur Verabschiedung unserer damaligen Gemeindereferentin ein kleines Liedchen aufgeführt haben, damals noch als Messdienergruppe. Dann haben wir halt so eine Band zusammengewürfelt. Jeder, der irgendwas konnte, hat mitgemacht. Ja, und danach hat es einen guten Anklang gefunden und viele Leute sind auf uns zugekommen, haben gesagt, ach, das könnt ihr doch mal öfter machen. Ab dann stand das so immer ein bisschen im Raum. Wir müssen was mit Musik machen, das liegt uns irgendwie. So ist das dann ins Rollen gekommen und dann haben wir einfach uns dieses Format Rockandacht ausgedacht und haben das dann auf die Beine gestellt. Die Altarinsel in Bruchschied hat die Band gestern schon in eine Bühne verwandelt. Gleich steht der Soundcheck an. Während der Rockandacht hat die Kirchenorgel Sendepause. Wir hatten das Glück, dass bei unserer ersten Andacht in unserer Heimatpfarrei die ganze Gemeinde dahinter stand. Wir haben gesagt, wir wollen dann eine Andacht spielen. Klar, Kirche ist reserviert, hier ist der Schlüssel. Macht, wie ihr es für richtig haltet. Das war ganz wichtig, weil so konnten wir halt unsere eigenen Ideen da hundertprozentig umsetzen. Uns hat uns niemand reingequatscht. Unser erster Auftritt, der war ja bei uns in unserem Heimatort in Winterbach. Und da war unsere Kirche gestopft voll mit über 200 Leuten. Da kommen dann Leute auf dich zu und sagen, hey, ihr müsst das nochmal machen, für einen Auftritt war das doch viel zu toll. Und dann haben wir überlegt, ja, was ist die nächstgrößere Kirche? Das war dann der Nachbarort. War relativ schnell schon, wurde der Radius größer. Und inzwischen haben wir Buchungen von überall her. Ja, wir scheinen da echt einen Nerv getroffen zu haben. Diesen Nerv zu treffen, dahinter steckt bei den Holy Tones eine Menge Spaß, aber auch viel Zeit und Arbeit. Ja, was sind Herausforderungen in der Organisation? Also den Kindergarten zusammenhalten, würde ich mal sagen. Und es ist einfach viel Organisation, Termine abmachen, irgendwie schauen. Am Anfang hatten wir keinen richtigen Probenraum, da mussten wir uns immer irgendwie einen Saal organisieren oder so. Weil mit so vielen Leuten kannst du nicht einfach in die Garage gehen. Herausforderung für die Rockandacht ist eigentlich der Aufbau. Man spielt ja in der Kirche. Und da kann man nicht einfach so zusammengewürfelte Lieder dann bringen, sondern es muss irgendwie alles einen roten Faden haben. Wir haben ja Texte, wir haben Themen, die wir ansprechen, die sind nicht leicht. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Aber es ist vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger und das Publikum ist total begeistert und erzählt davon noch Monate später. Und das ist, glaube ich, sowohl für das Publikum als auch für uns eine tolle Sache. Auch eine tolle Sache, Mittagspause. Und zwar mit einer langen Tafel im Pfarrheim und Spaghetti von Anne Decker. Ich finde es toll, dass die jungen Leute sich selber engagieren. Und das ist eine ganz tolle Truppe, die unheimlich viel Spaß miteinander haben. Und ich war selber früher in der katholischen Jugend und kann das gut nachvollziehen. Deswegen unterstütze ich das auch. Die Holy Tones sind begeistert von dem, was sie tun und erfahren Unterstützung von verschiedensten Stellen. Aber die jungen Menschen äußern auch Kritik an vielem in der Kirche, gemischt mit Optimismus. Ich bin irgendwie überzeugt davon, dass wirklich Kirche schön sein kann und dass das was Tolles ist. Und ich denke mir, wenn ich austrete, dann kann ich es nicht besser machen. Und wenn ich drin bleibe und was Cooles anbiete, dann habe ich es wenigstens so in meinem Bereich schöner gemacht. Wir waren natürlich auch im Glück, dass wir jetzt gerade so in einer heißen Phase sozusagen sind im Bistum Trier. Diese Großpfarreien werden gebildet
Und dadurch ist so eine Art Aufbruchstimmung da. Nur man weiß halt nicht so wirklich, wie will man denn aufbrechen? Und da kommen wir genau zur richtigen Zeit, habe ich so das Gefühl. Und zeigen den Leuten, macht die Kirche wieder spannend für alle Leute. Und dann sieht es auch gut aus für die Zukunft. Für die heutige Rockandacht sieht es auf jeden Fall gut aus. Auch Waldemar Staudt von der Pfarrgemeinde ist beeindruckt. Und wir sind jetzt froh, dass wir das hier haben und freuen uns, dass die Kirche voll wird. Und dass wir diese junge Gruppe unterstützen können, wenn es geht, mit viel, viel Geld. Was Musik, Wortbeiträge und Stimmung betrifft, wird der Abend ein voller Erfolg. Meine Wünsche wären eigentlich, dass wir mit unserer Band zusammenbleiben, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Instrument vielleicht sogar dazukommen und dass das vielleicht auch in anderen Vereinen wirklich anklingt, dass die versuchen, solch ein Projekt in die Wege zu leiten. Das würde ich mir halt wünschen für die Zukunft, dass unser Projekt halt klappt und wir die Jugendlichen reanimieren können, nochmal Freude an dem Glauben zu haben. Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. Nach einer mitreißenden Zugabe verabschieden sich die Holy Tones, die auch in Bruchsied sicher wieder neue Fans gefunden haben.